Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, was ihr investieren könnt, Freunde. Wenn ihr auch Millionen von Coins machen wollt, lasst sehr gerne einen Daumen hoch da, lasst sehr gerne ein Abo da, um nichts mehr in Zukunft zu verpassen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein, Freunde. Ab geht's. Legen wir los mit den Top-Partien, die wahrscheinlich anstehen könnten, Freunde. Wir fangen natürlich an in der Premier League. Hier haben wir sogar zwei Duelle, einmal City gegen Arsenal, schauen wir mal, was die kosten. Ich würde euch wieder empfehlen, wie gesagt, die zu erbieten. Ihr seht, die kriegt ihr sogar für 750. Schaut, dass ihr eher seltene hier bekommt, also dass ihr die seltenen für 750. Wir können natürlich schauen, was wir zum Bieten kriegen für 750. Ich denke mal, so ein Charker, ja, so ein Charker ist perfekt. Ich glaube, ich habe immer noch Beat, obwohl ich habe kein Beatband mehr, perfekt. Ein Pepe könnt ihr bis 82, könnt ihr bis 750 problemlos mitbieten. Die Non-Wert das würde ich dann nicht mitnehmen. Nehmt einfach die Rares hier für 700 oder 750 mit, kriegt ihr schneller wieder los. Oder hier, den hier kann man auch mitnehmen, wenn man den für 500 bekommt oder 550, weil Brasilianer 78er Rating. Ihr könnt natürlich hier gucken, dass ihr noch einen David Luiz bekommt, einen Tierney könnt ihr auch 750 spielen, auch eine gute Karte. Dasselbe könnt ihr natürlich bei City schauen. Ich denke, jetzt City hat jetzt nicht so viele Spieler, wo man bieten kann. Ja, sehen wir schon hier. City könnt ihr vergessen. City würde ich auch, ja, nicht empfehlen zu kaufen. Wie kam er auch den letzten schon dran? Deswegen gehe ich auch eher von aus, dass sie die andere Partie bringen. Liverpool gegen Everton ist ja auch ein Derby. Kann natürlich sein, dass sie davon gar nichts bringen, aber ob die da was Dickes bringen, die haben letztes Mal Premier League schon sehr, sehr teuer gemacht. Deswegen bezweifle ich, dass die das bringen. Wir sehen hier ein James für 700. Gute Karte zum Einkaufen. Für, hier könnt ihr sogar die Karten für 450 kaufen, die Non-Wares. Hier den King, ist zu Everton gewechselt, gar nicht mitbekommen. Könnt ihr hier wirklich jede Karte für 6,50 versucht ihr zu erbieten und werdet ihr auch bekommen. Okay, bis auf den Bernard, da bieten die Leute anscheinend gerade gerne mit. Aber wie gesagt, einfach ein bisschen weiter hintergehen, dann kriegt ihr diese Karte schon für 6,50. Die anderen, die Non-Wares, würde ich maximal 500 bieten. Mehr würde ich da wirklich nicht bieten. Wenn ihr die dann nicht bekommt, auch nicht schlimm. Geht ihr einfach nur auf die anderen Karten, auf die seltenen. Wie gesagt, für 6,50 macht ihr da absolut nichts verkehrt, wenn ihr die mitnehmt. Oder ein Pickford oder ein James könnt ihr auch 700 bieten. Also das sind so die Karten, die ich hier einkaufe. Würde auch ein Chabamon für 6,50 eine gute Karte, die auf jeden Fall steigen kann. Ja, das wäre es hier mit Everton gewesen. Schauen wir mal Liverpool, was man Liverpool holen kann. Ein Milner natürlich für 6,50. Einen, ja, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Hier die Champions League Version. Ihr könnt ja immer auch mehrere bieten, ne? Ihr könnt euch da so viel holen, wie ihr Bock habt. Geht einfach auf jede Karte, bietet 650 oder 700 auf die seltenen. Okay, Keita hat 81, kann man auch mal 57 bieten, haben wir jetzt nicht bekommen. Geht da einfach da durch, das ist relativ einfach, Freunde, wie gesagt. Hier könnt ihr wirklich jede Karte eigentlich bieten, einfach durchgehen. Okay, jetzt wurden wir hier zwar ein paar Mal überboten, aber wie gesagt, das ist gar nicht schlimm, wenn ihr überboten werdet. Geht einfach weiter hinter. Das ist aus der französischen Liga. Hier spielt Monaco gegen Paris Saint-Germain. Schauen wir mal, ja, die Pariser auf jeden Fall. Barcelona schön den Hintern versohlt. Also hier 400 auf jeden Non-Wear könnt ihr bieten oder 450 könnt ihr auch bieten. Also hier maximal 450 auf die Non-Wears bieten. Golovin, sehr, sehr interessante Karte. Lecomte könnt ihr mitnehmen für 650. Also hier gibt es auch wieder sehr, sehr viel, was ihr investieren könnt. Nehmt euch da Ladungskarten mit. Wie gesagt, ihr macht da nichts verkehrt. Wenn das nicht kommt, so was macht ihr dann, ist eigentlich relativ easy. Verkauft ihr diese Karten, die ihr für 6,50 gekauft habt, könnt ihr easy wieder für 850 verkaufen. Also selbst wenn nichts kommt, macht ihr mit der Karte zwar nicht viel Gewinn, aber ihr könnt gar kein Minus machen. Ne? Ihr macht so oder so Gewinn, wenn was kommt oder wenn nichts kommt. Also deswegen nehmt diese Karten gerne mit. Auch ein Volland für 700, ein guter Preis, kann man sich auch gönnen. Fabregas, ja, kriegt man wahrscheinlich nicht. Zu gute Nation. Spanier schwer zu bekommen. Hier gerade den Innenverteidiger finde ich sehr, sehr interessant. Oder den Golovin. Wenn ihr den Golovin einpacken könnt, wäre auch interessant. Also Servers sind wieder wirklich katastrophal. Wir machen weiter mit der Bundesliga, Freunde. Auch hier haben wir wieder zwei Duelle. Bayern gegen Frankfurt, Erster gegen Dritter. Und auch Derby am Start. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Wie gesagt, ich würde euch einfach empfehlen, hier querbeet zu holen. Ne? Man weiß nicht, was EA Sports macht, ob die eher aufs Derby gehen oder ob die eher auf die Platzierung gehen. Weiß man nicht. Deswegen empfehle ich euch,
geht ein bisschen querbeet rein. Ihr seht zum Beispiel Dortmund, könnt ihr vergessen, werdet ihr nichts bekommen. So ein Hits würde ich niemals kaufen für ein Tausender. Also Dortmund könnt ihr schon mal absolut vergessen. Ich denke mal, dass ihr von Schalke und Frankfurt am meisten Karten bekommen werdet. Bayern, Dortmund werdet ihr nicht so viel bekommen. Obwohl man hier vielleicht sogar einen Javi Martinez bekommen kann und einen Nübel. Also die könnt ihr versuchen zu bekommen für maximal 700. Ein Saad Champions League würde ich auch mitnehmen für 700. Ist auch okay. Aber mehr würde ich ja nicht zahlen. 700 für einen Martinez könnt ihr mitnehmen. Oder Nübel 700. Mehr würde ich halt dafür nicht zahlen. Okay, Pavard für 757 wäre auch noch okay, weil er natürlich 81er Rechtsverteidiger ist. So könnt ihr diese Karten natürlich auch mitnehmen. Schauen wir mal Frankfurt und Schalke. Da sollte es mehr geben. Ja, Schalke, dass wir die überhaupt hier nochmal sehen in den Top-Partien. Das wäre natürlich ein Wunder. Ja, schauen wir mal, ob die reinkommen. Ihr seid, wenn ihr hier so einen Fährmann für 400 bekommt, wäre natürlich sehr, sehr gut, sage ich euch, wie es ist. Oder so ein Kolasinac für 700. Ja, Freunde, ihr seht, wir haben sogar schon Ladungsspieler bekommen. Also ihr seht, man bekommt die Karten auch, die Bayern-Spieler. Okay, Bayern-Spieler anscheinend schwer. Den Schalker bekommen wir auch nicht, okay? Also ihr seht, ist schon schwer. Ihr müsst ein bisschen bieten, kriegt ihr schon einiges. Geht schon klar. Freunde, kommen wir zu der letzten Top-Partie und das ist AC Milan gegen Inter Mailand. Auch hier sollte die Partie eigentlich, ja, sollte safe eigentlich kommen. Gehe ich mal von aus. Wir sehen hier auch schon, dass die Leute hier schon sehr, sehr viel auf diese Karten bieten. Ich würde das hier, würde hier auch schon gefühlt nicht mehr einkaufen, außer ihr kriegt die gesniped. Wir sehen, dass die schon sehr, sehr teuer sind. Also wir sehen hier, ja, und ich bin mir sicher, Inter gegen AC, das wird eine Partie sein, die überinvestiert ist. Und lasst das mal nicht kommen, dann sind die Karten richtig am Boden. Deswegen guckt er, dass er die sniped, entweder sniped oder gar nicht kauft. Geht ja eher auf die anderen Partien, weil ich bin mir sicher, dass ihr mit den anderen Partien genauso guten Gewinn machen könnt. Inter Mailand seht ihr genauso teuer, also Inter Mailand auch 900. Ja, gibt es nicht mal für 900. Könnt ihr natürlich versuchen, alles für 600 zu erbieten und direkt wieder zu verkaufen. Auch noch gleich mit einer Trading-Tipp. So, wenn ihr seht, natürlich, okay, die sind jetzt teuer. Die gehen für 900 oder 950 alle direkt weg. Ihr bietet 700 auf jede Karte, macht die direkt rein für 950. Ich bin mir sicher, dass ihr hier so eine Karte locker für 700 erbieten könnt. Würde ich halt direkt wieder verkaufen, nehmt die 250 pro Karte dann gerne wieder mit. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt für das höhere Budget zu den Informs, was wir investieren können, Freunde. Sehr, sehr viele über Insta geschrieben, die in Informs investiert hatten, wo diese Wundertüte kam. Allein dieser LF Franzose 81er, wo ich gesagt habe, könnt ihr für 10k All-In gehen, ist auf 19.000 gestiegen. Also das war natürlich überragend, ne? Also wer da auf mich gehört hat, wir haben so viele geschrieben, die haben 3, 4 Millionen investiert, die haben ihre Coins verdoppelt. Sehr, sehr gut. Freut mich natürlich, Freunde, dass ihr da richtig investiert habt. Wie ich es euch gesagt habe, freut mich, wie gesagt, dass das ein paar gemacht haben. Wie gesagt, ich habe da so 10, 15 Nachrichten über Insta gekriegt. Die haben mir da ihre Bilder geschickt, wie die ihre Verkäufe gemacht haben mit den Informs 81er, dann Labort war dabei und noch ein paar andere, Perrin und so weiter, wo ich empfohlen hatte. Also wie gesagt, das war echt brutal, wie ihr da Gewinn gemacht habt, Freunde. Starten wir rein. Wir gehen kurz durch, welche Informs sich lohnen, Freunde. Den hier finde ich relativ interessant, sollte er noch fallen. Bei 16.000, 15.000, 16.000 sehe ich ihn ein gutes Invest. Franzose, Stürmer, kann man gut linken, könnt ihr gut investieren. Sollte der hier noch fallen, ich finde die Karte auch sehr, sehr interessant. Also sollte der hier fallen, noch so auf 20.000. Ich gehe davon aus, dass der vorneweg wieder auf 3, also der ist fast bei 30k, ihr seht das. Ich gehe davon aus, dass diese Karte auf 30k Instinct gehen wird, wenn er out of packs ist. Ihr seht, der ist auch eigentlich, ja, bei 26.000. Ich bin mir sicher, dass er auf 30.000 will. Also kriegt er jetzt für 26. Ja, wäre jetzt nicht so gut der Gewinn, ne? 1,5 kriegt EA, hätte man 2,5 Gewinn gemacht. Warum ist er gut? Gut spielbar für ein Silberteam, 5 Sterne, Wiegfurt, gute Karte meiner Meinung nach. Kann man sich auf jeden Fall gönnen, sollte der da so Richtung 20.000 noch kommen. Könnt ihr euch den anschauen. Der hier, sehr interessantes Investment, kriegt ihr den unter 17, nehmt euch den auch auf jeden Fall mit. Den Nkunku würde ich auch noch abwarten. Ich bin mir sicher, dass er morgen auch noch weiterfällt. Ist aktuell bei 19.000, bei 17.000 würde ich auch sagen, auch hier eine Karte, wo man wieder All-In gehen könnte. Eine Karte, wo man auch All-In gehen kann, ist wieder genauso ein Kandidat wie der Labort letzte Woche. Der ist jetzt nur auf der anderen Seite. Der Labort war LF und Frankreich. Er hier ist jetzt RM und Franzose. Ihr seht, ist aktuell trotzdem bei 12k, ne? Also die Informs, die Leute wissen anscheinend, dass die Informs man gut investieren kann. Würde ich halt nicht für 12k investieren. Lass da morgen oder so nichts kommen, dann steht die Karte hier bei 10,5, 11k. Dann könnt ihr einkaufen. Wenn ihr für 10,5 oder so den Kamerad bekommt, könnt ihr den einkaufen. Dasselbe hier mit den
Thomason, seht ihr, bekommt ihr für 11. Also den könnt ihr für 11 schon einkaufen, macht ihr gar nichts verkehrt. Den Saar kann man natürlich auch mitnehmen, kostet ungefähr 14.000. Kann man mal auch gucken, oder ist er weiter gesunken. Ob, wenn man den wirklich unter 14 bekommt, den Saar, also das ist wirklich eine Top-Karte. Guter Einwechselspieler, schneller Mann, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Nia KT, auch 14.000. Guter Bundesliga-Innenverteidiger, Franzose. Sehe ich jetzt auch kein Risiko, wenn man den mitnimmt. Nächste Karte ist der Meret. Auch der wäre eine Karte, wo man überlegen könnte. Solltet ihr auf 12k gehen, würde ich auch sagen, hier eine sehr, sehr gute Karte für ein All-In-Invest. Also wenn ihr hier 10 Millionen investieren wollt, könnt ihr dann in den Meret machen, wenn ihr für 12.000 bekommt. Der kostet aktuell 13 ungefähr. Also bekommt ihr den für 12.000, macht ihr gar nichts verkehrt. Der hier aktuell zu teuer, kostet 21.000. Der Cortez kostet 19, obwohl ist gestiegen. War vorhin 19.000, als ich geguckt hatte. Kostet jetzt 21. Solltet ihr auf 19.000 gehen, auch eine sehr, sehr gute Karte zum Investieren. Jetzt kommen wir zu einer meiner Favoriten hier. Das ist der Hilton. Ihr seht, der ist aktuell 12.000. Wenn dieses Party-Pack wiederkommt, sehe ich den bei 20.000 ungefähr. Deswegen versucht den so für 11, 11.500 zu snipen. Macht ihr gar nichts verkehrt, wenn ihr den Kameraden mitnehmt. Und wenn ich auch noch sehr, sehr interessant finde, ist er hier. Aber auch der schon unfassbar teuer. Ja, ist sogar relativ spielbar. Zudem natürlich gutes SBC-Futter. 15k finde ich allerdings zu teuer. 13k würde ich maximal für den bezahlen. Der Banega. Solltet ihr auch so für 27k den Banega bekommen, nehmt ihr euch auch den Banega mit 85er Inform. Sollte mit einer der billigsten 85er Informs aktuell sein. Macht ihr nichts verkehrt, wenn ihr euch auch den ein paar Mal kauft, Freunde. Den Rest würde ich nicht investieren. Man kann natürlich überlegen, ein Ndidi ist zum Beispiel auch schon 60.000 nur. Also muss man sich halt überlegen, seine Live-Karte kostet wie viel. Und die Karte ist nicht schlecht, ne? Also kann man echt überlegen, sollte der noch weiter runtergehen auf 50 oder so, kann man auch echt überlegen, den mitzunehmen. Auch ein Lukaku, nicht so teuer, ne? Kostet 80k, 90k oder ist er wieder hochgegangen? Ja, 80, 90k ungefähr für so eine Karte. Kommt so langsam, ja, in die Werte, wo er spielbar wird. Also ja, wahrscheinlich trotzdem noch meistens SBC-Futter, aber... Ja, kann man sich auch einmal gönnen, wenn man den morgen nochmal ein paar K billiger bekommt, kann man sich den auf jeden Fall auch mitnehmen, aber den Rest würde ich nicht einkaufen, Freunde. Stones so auch meiner Meinung nach zu teuer für 50.000, Aubameyang, ja, und Llorente muss man gar nicht drüber reden, den Muriel, ja, kommt langsam auch in eine gute Richtung, ne? Sollte der unter 30 sein, gute ist er auch sehr, sehr interessant. Sein Live-Karte kostet, glaube ich, 70k oder 80k oder noch mehr und ist genau die 1:1 dieselbe Karte, bloß halt kann sie sich noch upgraden, obwohl gegen Real werden die wahrscheinlich nicht so weiterkommen, denke ich mal. Freunde, das wäre es auch mit diesem Investing-Video gewesen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir jetzt gerne einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.